Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Dungeon Crawl Stone Soup mit dem Minotauren Berserker. Ich fühle mich so leer, weil es jetzt ins Leer geht, verstehst du? Nee, ist auch vollkommen egal. Da gehen wir jetzt hin, muss auf Ebene 8 sein. Große Diskussion in den Kommentaren ist entbrannt. Danke für die ganzen Kommentare und Tipps und Tricks und hast nicht gesehen. Bezüglich meinem Ausflug in das der den Leer, weil ich dort doch nicht hingehen sollte. Mit meiner scharfen Battle-Axe, um dort den Hydras den Kopf abzuschlagen. Ich sollte lieber einen Mace mitnehmen oder einen Knüppel hier. So ein Knüppel? Das bringt das was? Ein Giant Club? Und... Nee, komm, nimm mal mit. Kann ich den überhaupt benutzen? Wield? Too large for you to wield. Ach, ja, gut. Dann halt nicht. Dann legen wir wieder hin. Weil, klar, Hydra... Ist ja schon mal ein alter Run von mir ganz erbärmlich dran kaputt gegangen, weil ich die Hydra natürlich den Kopf abgeschlagen habe. Da wächst dann, glaube ich, zehnfach nach oder so. Nie eine gute Idee, aber den Kopf einschlagen mit einer stumpfen Waffe klingt für mich sogar plausibel. Aber jetzt gehen wir erst einmal wieder nach oben. Irgendwie konnte man hier auch traveln. Ach, wie komme ich jetzt zu der Treppe da? Da unten ist noch eine. Mit... Aber wie geht das nochmal? Also mit Shift C? Nee. Shift A? Nee, auch nicht. Ach egal, dann muss ich es jetzt mal von Hand machen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie man dem sagen kann, bitte geh zu Ebene so und so von ganz alleine. Aber ist ja auch nicht mehr so weit. Dungeon 8 sind wir jetzt. Tatsächlich? Warum? War ich nicht gerade auf Dungeon 11? Jetzt bin ich nur zweimal nach oben gegangen, jetzt bin ich auf Dungeon 8. Moment, ich gehe nochmal runter. Hier waren wir schon. Moment mal. Habe ich die letzte Episode nicht damit angefangen, dass ich auf... hat der das nicht gespeichert? Hallo? Warum hat der das nicht gespeichert? Das ist aber doof. So, ist jetzt gerade die Ebene, an der ich angefangen habe, oder? Aber ich war doch schon runter auf Ebene 11. Hallo, was passiert hier? Wieso? Ja, das ist Ebene 11. Die haben wir doch schon. So, hoch. Ach, egal. Das ist so, wenn man einen Run nicht sofort beendet, dann ist man wahrscheinlich verwirrt. Achso, hier geht's nicht. Na, ist egal. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Muss man noch auf dem Video angucken. So. Dungeon 8 und den Eingang zum Lair. Was haben wir hier nochmal liegen? Plus 3 Ringmail. Achso, die hatte ich schon ganz am Anfang. Aber das, die aktuelle ist da, glaube ich, besser, die aktuelle Rüstung. Ja, stumpfe Waffe habe ich jetzt nicht zur Hand. Ne? Ich habe jetzt auch keine dabei. Eine Halbbird. Vermutlich gilt die nicht als stumpfe Waffe. Das ist doof. Aber nochmal Eingang zum Lair. Auf der Minimap sieht das aus, als wäre es da unten. Ja, komm, hier ist mal was. Da ist der Eingang. Ja, hab jetzt keine stumpfe Waffe. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, was ist das denn hier unten? Ach so. Hier ist nichts mehr Besonderes. Nein, alles schon überblickt. Ja, dann wollen wir mal rein. There is a staircase to the lair here. Das sieht doch mal ganz freundlich aus. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine stumpfe Waffe, das kann ja sein. Was zu essen, das ist gut. So, Auto Travel. Auto Explore, Entschuldigung. Und dann konnte ich man irgendwie, wenn ich das markiere hier und dann mit Ctrl V, C, Clearing Level Map. What? Na, vielleicht gilt das nicht als Gegner, damit ich mir da bessere Details oder höhere Details anschauen kann. Jetzt könnte ich direkt schon wieder runtergehen. Erstmal hier weiter, mal zu Ende umschauen. Scroll of Identify. Habe ich irgendetwas, was ich identifizieren möchte? Ah, da. Ring of Poison Resistance. Genau, den ziehen wir jetzt erstmal an. Pull on. Und ziehen ab den Ring of Magical Power, oder? Okay. Habe ich den Ring jetzt angezogen? Genau, Poison Resistance. Weil ich... Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es hier Gegner gibt, die, zack, mich vergiften können.
Und schon bin ich vergiftet. Das ist ja wieder super. So, hier haben wir einen Gegner und dann sollte ich was drücken. Steuerung V, Alt V, Alt C. Evoke Witch Item. Nein, 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 nix. Steuerung C. Erklären. Ach, ist ja auch egal. Hier, komm, bekämpf mal die Mokkasin-Schlange. Ja, noch so eine. Kein Problem, solange die mich nicht vergiftet. Ist okay. Was haben wir hier? Enchant Weapon. Aha. Scroll of Amnesia. Genau, ich wollte doch gerade die Scroll of Identify lesen. Oh, hier haben wir ein Book of Callings. Das können wir gleich mal verbrennen. Da freut sich unser Gott. Scroll of Identify. Ja, bitte lesen. Und dann sag mir mal bitte den Ruined Ruby Ring, was der kann. Uncursed Ring of Protection from Fire. Okay. So. Schwupp. Wie geht das nochmal? Wir müssen, glaube ich, erst das Buch droppen. Wo habe ich's? Wo ist es? Da. Q. Schwupp. Dann uns daneben stellen und dann können wir das Buch anzünden. Mit D. Burn Spellbooks. The Spellbook bursts into flames. Trock is delighted. Das ist schön. Wenn sich unser Gott freut, bin ich zufrieden. Nope. Bitte Auto Explorer. Was haben wir hier? Vent of Ice Blast. Okay, immer ja damit. Noch eine Enchant Weapon. Bringt das was, wenn ich meine Battle Axe jetzt hochpowere? Ich würde fast sagen, ja. Also gefühlt bin ich der Meinung, dass das was bringt. Was haben wir da? Eine Black Mamba. So, nichts passiert. Bisher habe ich noch ein gutes Gefühl. Was haben wir hier? Was ist das? A plant. Also explore, please. Scroll of Enchant Armor. Ja gut, damit habe ich ja jetzt schon angefangen. Dann kann ich jetzt weiterhin auch meine Rüstung aufpimpen. Plate Armor. Ich glaube, ich kann mal bis plus 10 hochleveln. Schauen wir mal, ist jetzt plus 6, genau da, V und kann. It can maximally enchanted bis plus 10. Okay. Also habe ich doch recht gehabt. Zaubererhut, Glowing Head, kann ich nichts mit anfangen. Oh, was haben wir da für eine Waffe? Ich heb das Ding mal auf. Ich guck mir das mal an. Baditsch. Badisch. Sagt mir nix. A long pole with an enormous cleaving blade on one end. It can be evoked. Okay. Und zählt zu was? Pole Arms. Pole Arms ist aber jetzt nicht Maces and Flails. Korrekt. Wo sehe ich das überhaupt? Der Zago schrieb das in den Kommentaren, dass meine Maces and Flails Fähigkeit schon recht hoch ist. Da, 11,5. Ist das gut? Weil Access hat 17. Gut, aber bringt jetzt eh nichts. Dieses Baditsch ist nicht die Waffe, die ich gesucht habe. Keine stumpfe Waffe. Scroll of Enchant Armor. Ja, weiter, weiter, weiter. Mehr lesen. Scroll of Enchant Armor mit Q, genau. Zack. Und dann auf die Plate Armor. Plus 7. Ich glaube, so eine gute Rüstung habe ich noch nie gehabt. So eine hochgepimpte Rüstung. Haben wir wieder eine Axt. Die bringt mir gar nichts. Was macht eine War Axe? Q. Base Damage 11. Und meine Battle Axe ist Base Damage 15. So, wisst ihr was? Dann brauchen wir die Baditsch nicht und die War Axe auch nicht. Weg damit. So. You fall through a shaft. Super. Na, gut, dann hat sich das erledigt. Jetzt sind wir Seven-Headed Hydra. Ja, wir haben was doch. Ist die schnell? Anscheinend.
nicht so sehr. Was? Wir gehen erstmal wieder nach oben. Was ist das denn? Porcupine. Lass mal hoch. Das hier bitte noch zu Ende. Exploren. Dann Exploring. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, hier nochmal hochzugehen. Ja, große Frage jetzt mit der Hydra. Große Frage. Brothers in Arms, hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Bringt mir was? Ah, okay. Ein Ogre. Ist der jetzt mit mir verbündet? Was ja Sinn machen würde. Ist das eigentlich Magie, die wir jetzt beschworen haben, diese Brothers in Arms? Kann ich das irgendwo einsehen, ohne dass ich es gleich wieder auslöse? Wupp. Schwupp. Describe what? Schwupp. Do what? Describe what? So, C. Zeig mir das mal. Summons huge angry allies to wreak havoc. Was dann, also soll mal runtergehen, so Hydra. Wo ist der jetzt? Jetzt ist der nicht mitgekommen. Ich werd bekloppt. Nochmal. Yes! Sag nicht, der hat gerade die Hydra kaputt gehauen. Your two-headed Ogre hits the eight-headed Hydra with a giant club. The eight-headed Hydra dies. Sehr schön. Ja, natürlich mehr Stärke dazu. So, hier, Hydra. Ist mein Hydra-Trauma besiegt. Ich frage mich, allerdings... Oh. Da, jetzt Frage beantwortet. Wann und ob der verschwindet. Spiny Frog. Vergiftet mich auch. Kann ich dich butchern? Ja, aber ich kann dich nicht essen. Nochmal ein bisschen nach oben. Sopp. Muss jetzt der andere Frog hin. Den kann man doch bestimmt essen, oder? Ah, kann ich jetzt nicht butchern. Sieht so langsam das Essen aus. Das wäre jetzt absolut Katastrophe. Wenn ich den Lair nicht überstehen würde, weil ich verhungere. Kann doch nicht sein, oder? Das passiert nicht. Was bist du? Basilisk. Das kann ein Problem darstellen. Kann man dich essen? Nein, auch nicht. Jetzt sag nicht, die sind alle ungenießbar hier unten. A nobly cabochon ring. Whatever. Da haben wir noch so ein Viech. Ja, auch dich kann man nicht essen. Natürlich. Warum solltest du genießbar sein und dein Kumpel nicht? Basilisk ist nearby. Wo? Da. Da. Gaze is at you, you're slowing down. Das ist nicht so schön. Basilisk bites you, but does no damage. You have turned to stone. Hallo, lass mich wieder. Schwupp. Kann der mich verzaubern? Verzaubert der mich? Oder ist das ein Gift, was er mir spritzt oder was? Merkwürdig. Porcupine comes into view. Komm mal her. Du warst gerade recht schwierig zu besiegen. Aber bisher geht's ja noch. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt die Scroll of Enchant Armor. Um die Battle Axe zu pimpen. Jetzt plus 3 Battle Axe. Bis wie weit kann ich die pimpen? Plus 9. Read Enchant Weapon. Und wieder auf die Battle Axe. Plus 4 dann. Oder? Korrekt, plus 4. Dann für mein Verständnis macht die dann insgesamt einen Schaden von 19. Base Damage 15 plus 4, 19. Korrekt? Ich hoffe. Okay. So. Jack. Jack. Halt. So. Bisschen Stair Dancing. Können wir dich? Ja, dich können wir butschern. Sehr schön. Ah, da kommt ihr mir doch gut gelegen. Runter und wieder hoch. Dann kommt ihr alle mit hoch, ne? Na gut, dann hätten wir auch unten bleiben können. So. Butschern. Okay, das Vieh hier war mal wieder nicht genießbar. Wie viel Fleisch haben wir jetzt? Schön. 9. Runner.
Dann die Schriftrolle, noch eine unbekannte Schriftrolle. Auch das kommt noch vor. In Ordnung. Rennst du plötzlich in so eine Hydra rein. So. Brother in Arms. The nine-headed Hydra bites the deep troll, but does no damage. Und tot. Ja, yeah, es läuft doch super. Ja, super, Bursche, super. Ja, macht da gut. Ist das... Woher weiß ich denn, was ich da immer beschwöre? Wenn ich rede jetzt einfach mal vom Beschwören. Jetzt habe ich hier einen Deep Troll. Whatever. Oh, Alarm. Trap. Remove Curse. Ein doofes Schwert. Braucht vielleicht keiner. Oder ein Rapier. Jetzt kämpfst du nicht wirklich mit dem Pilz hier, oder? Keine Ahnung. Steht das irgendwo? The Deep Troll disappears in a puff of smoke. Oh ja. Das dürfte ein Wind of Digging sein. Kann ich dich essen? Nein. Immer mitnehmen. Passt schon. Was ist das für eine Schriftrolle? Random Uselessness. Ja. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Gut. You're feeling hungry. Da ist schon wieder das ganze Fleisch weggefuttert. So, dann Exploring. Dann haben wir die Etage auch geschafft. Wie tief ist der Lair? 5 Etagen oder so? Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber ich fühle mich schon nicht mehr ganz so leer. Aber lass uns trotzdem mal wieder einen Cut an dieser Episode machen, an dieser Stelle. Und wieder wichtig, eure Kommentare. Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Wie tief ist der Lair? Was suche ich hier überhaupt? Irgendeine Rune, glaube ich, ne? Und jetzt der Missstände schaffen? Wir sehen es in der nächsten Episode. Das war's für heute von Dungeon Crawl Stone Soup. Bedanke mich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.